Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal ein ganz anderes Video, weil ich habe mir gedacht, ich mache schon so lange Videos und ihr guckt auch wirklich so viele, auch private Einblicke von mir und auch von uns, aber so wirklich kennen tut ihr mich noch nicht. Und deswegen habe ich mal ein paar Fakten über mich aufgeschrieben und erzähle heute ein paar Fakten über mich. Es sind jetzt nicht irgendwie 50 oder 25, ich habe einfach mal ein paar runtergeschrieben. Und ja, ich hoffe, ihr lernt mich dann ein bisschen besser kennen. Und wenn ihr euch irgendwie wiedererkennt in manchen Fakten, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich heiße Nina. Meinen Namen mag ich nicht so gerne. Ich hätte gerne einen etwas außergewöhnlicheren Namen oder vielleicht sogar einen zweiten Namen, sodass ich die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden. Deswegen haben meine Kinder auch beide zwei Namen. Absoluter Fakt über mich. Ich habe ein echtes Problem mit Deckeln. Ich drehe nie die Deckel drauf auf Wasserflaschen, egal wo Deckel drauf sind. Für mich ist das einfach Zeitverschwendung. Ich mag Deckel, die man so zusammenklappen kann, also die schon drauf sind. Wenn man die aufdrehen muss und abdrehen muss, dann sind die bei mir schon verloren. Ich habe mir zum Beispiel am Wochenende einen Lipgloss gekauft, der ist so ein Lipbalm und da ist der Deckel auch schon wieder spurlos verschwunden. Ich kann es einfach nicht, ich weiß auch nicht. Ich trinke auch aus der Flasche und da sind die Deckel eigentlich auch immer weg und Alex muss die immer suchen. Ich liebe Klamotten. Ich finde Klamotten super, weil man dadurch so sich ausdrücken kann, weil man Problemzonen kaschieren kann, weil man sie immer wieder neu entdecken kann und ich liebe es einfach. Ich hasse Fliegen wie die Pest. Aber das hält mich nicht davon ab, auch mal nach Florida zu fliegen. Deswegen heißt mein Kanal ja auch Pelican Bay. Und ich weiß auch nicht, ich habe immer einfach übelstes Kopfkino. Ich muss immer an Final Destination denken, wenn ich im Flieger sitze. Nächster Fakt über mich. Ich würde super gerne in New York leben. Mal so für, keine Ahnung, 6, 7, 8 Monate. Einfach mal, um das auszuprobieren. Kurz das Telefon geklingelt. Also New York wäre mein absolutes Traumziel, mal für eine gewisse Zeit. Und wenn das mit den Kindern nicht so problematisch wäre, also wenn man denen nicht die Familie so entreißen würde oder den Louis zum Beispiel jetzt auch nicht aus dem Kindergarten rausholen müsste und die Schule dann suchen und neue Freunde und so kennenlernen. Also für die Kinder ist das für mich noch so ein bisschen problematisch, aber für mein, vielleicht machen wir das mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, Alex und ich dann zu zweit. Und dann vielleicht, wenn mir New York dann irgendwie zu viel ist, dann vielleicht doch lieber noch ein kleines Häuschen in Florida am Strand, sodass man immer hin und her pendeln kann. Das wäre so mein absoluter Traum. Ich habe Angst vor Fischen. Ich habe meinen Traummann geheiratet und habe ihm das auch ganz am Anfang nicht sagen wollen, dass ich genau wusste, dass er mein Traummann ist. Ich sammle Sonnenbrillen, ganz viele verrückte in jeder Form und Farbe. Ich habe auch eine pinke. Die hier zum Beispiel, ich finde Brillen einfach super. Nächstes absolutes Problem von mir, ich suche ständig meine Sachen, sei es Ohrringe, Schmuck, Lippenstifte, zum Beispiel meinen Lippenstift, den ich normalerweise täglich im Moment verwende, der ist irgendwie verschwunden. Wir waren gestern noch bei meinen Eltern, ich glaube, ich habe ihn da vergessen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er spurlos verschwunden. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich bin super kreativ, ich male sehr gerne, ich zeichne auch sehr gerne. Früher habe ich sogar auch einen Aktzeichenkurs gemacht und mein Fachabi habe ich in Fachrichtung Gestaltung gemacht. Ich bewundere schöne Hände. Aber meine mag ich selber nicht so gerne. Eines der Dinge, auf die ich bei Menschen zuerst achte, sind die Schuhe. Ich liebe Schwarzwälder Kirsch. Eigentlich alle Kuchen. Alles, was mit Sahne ist, mag ich total gerne. Wenn ich Süßigkeiten esse, dann bevorzuge ich Weingummi. Schokolade ist nicht so meins. Ich liebe FBI-Serien, Filme, alles davon. Ich glaube auch, dass ich im früheren Leben mal ein FBI-Agent war und ich würde super gerne mal ein Praktikum entweder bei der Polizei oder bei der Antiterror-Einheit, beim FBI einfach mal gerne machen. Das ist voll mein Ding irgendwie. Finde ich super interessant. Allein die Menschen kennenzulernen, die täglich mit solchen Sachen konfrontiert werden. Also das finde ich super interessant. Ich hasse Star Wars wie die Pest. Ich finde das so langweilig. Und Alex, der liebt das total.
Luis liebt auch Star Wars, aber das sind so Sachen, wo wir wirklich extrem unterschiedlich sind. Ein schlechter Fakt über mich, den ich auch gerne sage, weil ich habe kein Problem damit, auch schlechte Fakten über mich zu benennen, wobei ich ja auch schon ein paar gesagt habe, ne? Also ein paar Fakten, die nerven den Alex wirklich extrem, zum Beispiel das mit dem Deckel. Ich vergesse Geburtstage. Das ist wirklich nicht schön, ich weiß. Aber ich nehme es auch selber nicht übel, wenn man meinen Geburtstag vergisst. Mein nächstes Ziel, woran ich jetzt wirklich anfange zu arbeiten, ist Spagat. Ich möchte unbedingt gerne Spagat können. Ich finde das total mega, wenn Leute super gelenkig sind. Ich gucke mir das total gerne an, auch im Fernsehen oder, keine Ahnung, generell Videos oder so, gucke ich mir super gerne von gelenkigen Menschen an. Was ich auch super gerne machen können oder was ich super gerne können würde, sind 5 verschiedene Sprachen oder mehrere noch. Ich bewundere auch Menschen, die mehrere verschiedene Sprachen fließend sprechen können. Meine Freundin zum Beispiel, die kann auch, glaube ich, 5 verschiedene Sprachen fließend sprechen. Alex ist auch Native Speaker in Englisch. Das finde ich mega. Ich habe leider nicht so eine Affinität zu Sprachen. Englisch kriege ich noch hin, aber alles andere ist für mich irgendwie total schwer in meinen Kopf reinzukriegen. Ich kann mir auch super schlecht Namen merken. Also wenn ich neue Leute kennenlerne und man stellt sich vor, dann habe ich den Namen innerhalb der nächsten Sekunde schon wieder vergessen. Ich gucke super gerne die Kardashians. Ich würde auch super gerne mal die ganze Familie kennenlernen. Und am allerliebsten mag ich die Kourtney. Die finde ich super inspirierend. Ich trage gerne schwarz, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe auch eine schwarze Leggings an heute. Also schwarz ist so meine Lieblingsfarbe an Klamotten. Da fühle ich mich einfach am wohlsten. Ich finde, dass man im Leben wirklich alles ausprobiert haben sollte. Oder ja, wenn es dann irgendwann vorbei ist, sollte man auf jeden Fall einiges ausprobiert haben. Dinge, wo ich jetzt so extreme Angst vor habe, finde ich jetzt nicht so. Ich würde zum Beispiel niemals Haietauchen machen oder Fallschirmspringen. Davor habe ich einfach zu viel Angst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Bock auf ein Piercing habe oder so oder mich tätowieren lassen möchte, auch noch mit 50, dann würde ich das auch noch mit 50 machen. Also ich finde, es gibt keine Grenzen und Alter sowieso nicht. Alter kennt keine Grenzen. Also ich finde nicht, dass man sagen kann, so ab 50 ist es ein Tabu, dich tätowieren zu lassen oder dass du mit 50 noch, keine Ahnung. Ich finde einfach, man hat dafür keine Grenzen und man sollte alles mal ausprobiert haben. Wenn mir ein Song gefällt, dann höre ich den 100.000 Mal am Tag. Die ganze Woche durchgängig, also so lange, bis ich ihn nicht mehr hören kann. Ja, ihr Lieben, das war das Fakten About Me Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ihr mich jetzt auch ein bisschen besser kennenlernt. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, um zu sehen, wo wir irgendwie Gemeinsamkeiten haben. Und ich hoffe dann, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke für deine Geduld, mein Schatz. Danke für deine Geduld. Danke, danke, danke.